herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute gibt es seit längerem eigentlich mal wieder ein Geocaching-Video. Genau. Und ihr habt ja sicher schon im Titel gelesen, es geht um den längsten Cache der Welt. Der ist hier tatsächlich bei uns in der Nähe. Haben wir eher durch Zufall entdeckt, wir waren einfach ganz normal unterwegs und haben den dann einfach auf der Karte gesehen. Und das klang halt sehr interessant, deswegen dachten wir so, den müssen wir machen, wenn wir ganz viel Zeit haben. Und na, und vor allem ist das eigentlich cool fürs Video so. Genau. Und wir haben auch was da aufgenommen. Und ich würde einfach sagen, bevor wir noch irgendwie mehr erzählen, zeigen wir euch erstmal unsere Aufnahmen von dem Cache und von vor Ort. Genau. Viel Spaß damit. So, also da ist erstmal Philipp. Und zwar sind die jetzt gerade bei Station 2. Und der ist halt hier mitten, nein, die ist mitten im Wald. Station 1 war an einem Schild, also sind bis jetzt nur QR-Codes oder ja, also zum zur Station 1. Die war halt eingezeichnet auf der Karte. Ich kann eigentlich auch die Kamera erstmal drehen. Ja, Station 1 war auf der Karte eingezeichnet und da war aber ein QR-Code im Listing und da den haben wir gescannt und da stand dann da hier QR-Codes gerne auch mitnehmen für unterwegs. Wie sehe ich denn eigentlich aus? genau, und dann war an Station 1 eben ein QR-Code, den haben wir gescannt, da gab es gleich dann Koordinaten. Und jetzt sind die hier halt an, eigentlich ist es Station 2, und da gab es halt auch einen Hinweis im Listing an dem Wegpunkt und ich weiß nicht, ob die jetzt ein Rätsel lösen müssen oder so. Ich bin halt hier gerade mit dem Kinderwagen und komme da nicht mit Querfeld ein. Aber auf jeden Fall ging es bis jetzt ganz gut. Und ja, genau. Mal gucken, wie die jetzt an die Koordinaten für Station 3 kommen. Aber bis jetzt sieht es ja gut aus. Und ich wollte einen Zwischenstand hier geben und zwar haben den Logbuch gefunden, aber sonst nicht. Ich weiß nicht, ob die jetzt aus dem Logbuch noch irgendwelche Infos raus haben, aber auf jeden Fall ja, rechnet man bei einem Multi mit, bei der zweiten Station nicht mit einem Logbuch. Aber mal schauen. Ich finde das mit den Bäumen gerade so cool. So, mal gucken, wenn die jetzt wiederkommen, was sie sagen. Die sind hier zwar in Rufweite, aber ich will jetzt wegen dem Kleinen auch nicht so rumschreien. Also ich habe jetzt hier eine Dose, da steht Finale drauf. Da ist auch ein Logbuch drin, aber so, also eigentlich, wir wissen nicht, ob wir das jetzt gesagt oder eingeblendet haben, auf jeden Fall war der Cache im Listing mit 80 Stationen angegeben, also 79 Stationen im Finale oder so. Und ja, wie ihr gerade in unseren Aufnahmen gesehen habt, wissen wir jetzt nicht, ob der Cache vielleicht doch nur zwei Stationen hat, beziehungsweise eine Station mit einem QR-Code und danach dem Finale sozusagen. El Finale, genau. Ja. Genau, also ihr habt ja auch oder gehört, glaube ich, dass ich irgendwie gesagt habe, dass es ja eigentlich was jetzt was Größeres ist und man da mehr Zeit einplanen muss und keine Ahnung. Und so wie sie es jetzt aber herausgestellt hat, für uns erstmal auf dem ersten, dem ersten Anschein nach, ist es eigentlich alles nur Verarsche. Die 80 Stationen gibt es wahrscheinlich nicht. Wir haben halt dann natürlich noch ein bisschen nachgeforscht. Also in den anderen Log-Einträgen haben manche Leute das so gelockt, dass es halt wirklich nur, wie wenn es zwei Stationen hat, die haben ja auch so geschrieben. Nicht direkt wortwörtlich, ja, das waren nur zwei Stationen, sondern nee. So, ja, das waren die schnellsten 80 Stationen meines Lebens. Ja, oder und das ging aber schnell genau und so war doch nicht so lang wie gedacht. Und ja, also sowas haben wir da gefunden. Dann war es aber auch so, dass wir Log-Einträge gefunden haben von Leuten, die so, ja, nach dem Motto, wir haben uns 3 Wochen freigenommen für den Cache und sowas, ne? Und aber die waren auch eher so geschrieben, wenn es nicht ernst gemeint ist.
Ja, so, wir haben außerdem in unseren Nachforschungen auch den Owner angeschrieben. Und zwar haben wir nicht gefragt, hier, ja, keine Ahnung, sag uns mal, wo das Finale ist, so in etwa, oder was man dafür tun muss, keine Ahnung. Sondern wir haben einfach nur gefragt, ob das sich wirklich um so einen langen Cache handelt und da an Station 2 eben ein Hinweis abhanden gekommen ist, was natürlich auch sein könnte. Oder ob es wirklich kürzer ist, als man denkt, so einfach. Und das ist jetzt schon ein Stück her und wir haben keinerlei Reaktionen bekommen. Und das wollten wir einfach mal ansprechen, dass es schon ein bisschen schade ist, wenn man so einen Cache legt, der vielleicht auch so Grund für Verwunderung, wie sagt man, für Verwunderung Ja. sorgt oder so, dass man da einerseits nicht reagiert als Owner Ja, nach gut, vielleicht ist längerer er Zeit. im Urlaub oder so. Ja, okay, aber. Also falls wir nochmal eine Meldung von dem bekommen, dann werden wir auf jeden Fall euch informieren. Ja, na klar, wenn es tatsächlich jetzt von uns, unserer Seite her ein Irrtum ist und das wirklich 80 Stationen sind, aber wenn das nicht so ist, Oder dann. 20 Stationen sind, oder? Ja, aber dann Also weil ist es es mehr als wahrscheinlich zwei nicht der sind. längste Cache der Welt. Nein. Aber wenn man das halt so schreibt und dann, sag ich mal, die Leute auch so ein bisschen verarscht, dass sie sich wirklich voll viel Zeit dafür nehmen oder so, weil ich habe nämlich auch zu Philipp gesagt, als wir da diese Runde gegangen sind, wo wir den halt zufällig entdeckt haben, wir machen den jetzt nicht, das machen wir mal, wenn schöneres Wetter ist, wenn es wärmer ist, wenn man mehr Zeit hat. Ja, also wenn wir, sag ich mal, dann, wie sagt man, wir bereiten uns darauf vor, um Genau. den dann wirklich vielleicht auch in einem Stück zu schaffen, gerade mit dem Kleinen, ist es natürlich nicht so einfach, können wir nicht einfach losmarschieren oder so. Und sowas. Und dann im Endeffekt waren es aber nur zwei Stationen und dann hat man sich vielleicht sonst wie gefreut und Ja. voll Lust drauf gehabt. Gut, selbst wenn er nicht wirklich irgendwie als Scherz gemeint ist von dem Owner, ist ja alles schön und gut, habe ich ja kein Problem mit, aber es ist halt nicht so als Scherz gekennzeichnet oder dargestellt. Das wird Ja. so sehr ernsthaft dargestellt Es sind und keine ironischen ja, Bemerkungen im Listing oder dann sowas, fände ich es ne? auch nicht schlimm. Gut, er hat sowas geschrieben wie, ja, auf eine Streckenangabe verzichte ich mal und ist nur was für die ganz Ausdauernden, aber weiß ich halt auch nicht, wie ernst das gemeint ist oder nicht. Aber ich finde es halt irgendwie schade, wenn man das dann so nennt und dann auch wirklich bei den Wegpunkten 80 Wegpunkte sozusagen angibt, wo dann halt jemand, der den Cache halt macht, die Koordinaten sozusagen einträgt. Also es sind quasi Wegpunkte ohne Koordinaten, sondern einfach nur angelegt, einen Hinweis dazu geschrieben. Und ja genau, dann soll man sich die Koordinaten selber eintragen, nachdem man ja den Cache gefunden, nein, den Hinweis gefunden hat. Ja. Genau, auf jeden Fall finde ich das halt schon ein bisschen schade und wollte das halt einfach mal, oder wir wollten das auch einfach mal zum Anlass nehmen, das anzusprechen. Klar, wenn das jetzt so lang gewesen wäre, hätten wir daraus ein Video gemacht, weil es wahrscheinlich auch cool gewesen wäre, so uns an 80 Stationen verzweifeln zu sehen oder so. Wir haben schon viel kürzere Multis mit mehreren Anläufen machen müssen, weil wir, keine Ahnung, nicht genug Drahtseile gezählt haben oder was Ja. weiß ich. Aber gerade sowas Krasses eigentlich, so den längsten Cache der Welt und dann ein Video draus zu machen, das wäre ja total cool. Aber da das nun mal leider nicht möglich war, wollten wir auch mal diese Problematik ansprechen. Ja, dass man sich auch nicht zu viel erhoffen sollte von manchen Sachen. Ja, dass wir es auch ein bisschen schade finden, so wie das alles so gehalten ist. Es gibt nämlich auch einen Log-Eintrag, wo jemand zu jeder Station angeblich was geschrieben hat, was mich halt schon irgendwie so sicher gemacht hat, dass er so viele Stationen hat, weil es gibt tatsächlich ja Leute, die bei einem Multi sich bei jeder Station irgendwas aufschreiben, um dann wirklich ausführlich zu loggen. Finde ich ja auch total toll, Ja. sowas. Aber wenn man das dann auch nur aus Verarschen macht, weiß ich auch nicht. Weil, also die Person, die hat zwar jetzt nichts Konkretes zu jeder Station geschrieben, aber sowas wie, ja, hier war wirklich kein Hinweis nötig oder ja, ich mag Magnetdosenverstecke oder sowas und ja, zum Glück musste ich hier kein Nano-Logbuch zusammenrollen. Solche Sachen, also die könnten da wirklich alle gepasst haben. Der letzte Der Satz. letzte Satz war so, ich hätte vielleicht als Pinocchio loggen sollen oder unter dem Namen Pinocchio loggen sollen. Deswegen denken wir, dass das auch nicht ganz ernst gemeint war. Genau, und deswegen ist es, also wenn man das nicht zu Ende liest,
kann man dann natürlich schon irgendwie draus schließen oder könnte man draus schließen, dass es halt ernst gemeint ist. Und ja, sowas finde ich halt einfach schade. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, wenn ihr euch von Case irgendwas erhofft. Ja, und vielleicht habt ihr auch noch Erfahrungen, vielleicht habt ihr auch zufällig diesen Cash auch schon probiert oder was weiß ich. Vielleicht ist es aber auch wirklich so, dass wir totale Tomaten auf den Augen hatten. Und wie gesagt, ihr könnt auch eure Erfahrungen mal mit solcher Art von Cash unten hinschreiben. Und ja. Wenn wir dazu nichts finden und der Owner sich nicht regt, will ich einfach sagen, wird der zwar gelockt, aber mit einer schlechten Bewertung. Ja, und vielleicht auch irgendwie ein kritischer Lock. Also kritisch im Sinne nicht jetzt so wie mit Beleidigung und so, sondern sachlich kritisch. Ja, dass wir es einfach schade finden. Das, was wir hier im Video so auch gesagt haben. Bloß halt aber dann wird der garantiert gelöscht, der Log-Eintrag. Meinst du? Weil er hat ja auch geschrieben, keine Hinweise in den Logs bitte. Ach so. Und das könnte ich mir vorstellen, dass es deswegen einfach nicht sein soll. Mal sehen. Ja, dann bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit und freuen uns schon auf unser nächstes Video und hoffen, dass ihr euch da auch drauf freut. Genau, und jetzt, wenn es warm wird, werden wir bestimmt auch öfter Geocaching-Videos machen oder sowas. Ja, wenn es mal wieder irgendeinen schönen Cache gibt, wo es die Gelegenheit gibt, ein Video zu machen und dann auch wirklich der Cache so vorhanden ist, wie wir uns das vorstellen, dann wird es auch sowas geben. Das war ja jetzt ja eigentlich auch der Plan. Ja. Dann verlinken wir unser letztes Video unten drunter. Das ist unser erstes eigenes Rezept, was wir für euch ja gefilmt haben, die Zubereitung. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Genau.